Herzlich willkommen bei Klafan. Heute präsentiere ich das Stück Andromeda. Und wie immer fange ich mit den Schwierigkeiten und Besonderheiten des Stückes an und dann spielen wir es einmal durch, ganz langsam, und danach kommt dann das Original und man kann sich das immer in Ruhe anhören oder schon ein bisschen dazu spielen und danach bist du dann dran, alleine mit der Melodie und dazu dann die Begleitung. Gut, also schauen wir uns das mal an. Erstmal in Ruhe, da haben wir die A-Lage. Das bleibt auch so. Das ganze Stück bleibt in A-Lage, ist doch sehr schön, einfach. So, und A-Lage haben wir dann, wenn der Daumen auf dem A liegt. Das heißt, der dritte Finger liegt dann automatisch auf dem C. Und das C ist links von den zwei schwarzen Tasten. Dritter Finger drauf. Und die anderen Finger drumherum auf die weißen Tasten, dann haben wir die A-Lage. Okay, gut, gucken wir uns das mal an. Am Anfang haben wir eine relativ lange Note, eine punktierte halbe, also eine Dreischlagnote, drei Schläge lang. Und danach kommen dann zwei Achtel, dann eine punktierte Viertel. Und jetzt, das bis dahin ist nicht so kompliziert, aber der Ton danach, der erste Finger mit dem A, der kommt eben relativ früh, früher als man so denkt vielleicht. Ich mach's mal vor. Also erstmal am Anfang halten, drei Schläge. 3, 4, 3 und dann 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3. Ja, also diese erste Finger, der im zweiten Takt das A spielt, das A muss relativ früh. Ich mach's nochmal. 2, 3. 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, geht so weiter, 3, 4, 3, so, okay, da, oh, es war ein bisschen schnell, da haben wir wieder so eine rübergehaltene Note, ne, eine achte Note wird rübergehalten zu einer ganzen, zu einer Vierschlagnote, mit durch diesen Haltebogen, und ja, im Grunde ist es dann nur das C hier etwas früher schon mal angespielt. Das ist ein bisschen spannender. So, danach kommt genau das gleiche nochmal. 3, 4, 3, 1, 1. Ne? Da haben wir dann eine lange Note A. Dann kommt hier eine Pause, das ist ein kleiner Pausetakt. Also vier Schläge Pause. Und dann kommt das Thema nochmal. Und dann kommt schon der B-Teil. Und der ist wirklich schön einfach geraten. Das ist dann 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 3, 1, 3, 3, 4. Da muss man nur schnell sein. Ansonsten ist das hier ganz gleichmäßig. Und dann geht es so weiter. Da, die 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Ne? Ich habe dazu für den Hintergrund ein bisschen noch was gemacht, dass man, dass es ein bisschen spannender klingt. Daher kam ich auch auf den Namen Andromeda mit der Frauenstimme im Hintergrund und ich habe mich da an die alten Star Trek Filme erinnert. Und da gab es ja immer dann eine Sopranistin und die sang dann zusammen mit der Trompete dann das Hauptthema. Und fand ich sehr schick, eindrucksvoll und daran habe ich mich jetzt gerade erinnert. Also, genau, und danach, nach diesem Zwischenteil, kommt dann wieder das Thema irgendwann. Da ist es. Gut, und das wird dann nochmal wiederholt. Und dann am Ende wird es nochmal kurz wiederholt, aber nur die Hälfte. Und dann ist es schon fertig. Okay, also wir starten von vorne jetzt mit dem Durchspielen des Ganzen in einem langsameren Tempo. Auf die Plätze, fertig und los. Erster Finger halten, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, aushalten, 1, halten, 3, 4, 3, 1, 1, aushalten, Pause, Takt, 3 und 1, halten, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, aushalten, 1, halten, 3, 4, 3, 1, 1, aushalten. So, das war der erste Teil schon, jetzt kommt der zweite.
Und 1, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 3, 1, 3 und jetzt schnell sein, halten, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, aushalten, ein Takt, Pause, 1, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 3, 1, 3, 3, 4, halten, 1, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, halten und den vierten ganz lange halten, 6 Schlagnote, 3 und 1, halten, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, sind wir wieder im ersten Thema. 1, halten, 3, 4, 3, 1, 1, aushalten, ein Takt Pause, jetzt wird's wiederholt von Thema 1. 1, halten, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, aushalten, 1, halten, 3, 4, 3, 1, 1, aushalten. Und jetzt kommt das nochmal, das Thema, aber nur noch die Hälfte. 1, halten, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, aushalten, 1, halten, 3, 4, 3, 1, 1. Und dann wird auch die Begleitung gerade schon leiser und klingt dann so langsam aus. So, das war also das Stück Andromeda. Und ja, jetzt kannst du gleich loslegen. Hörst jetzt erstmal nochmal die Melodie im Original mit der Begleitung und dann darfst du ganz allein die Melodie spielen und hast dazu die Begleitung im Original dazu. Also nix wie ran an das Stück von Klaffern. Viel Spaß dabei!
Ja, das war also das Stück Andromeda. Und wenn dir Spaß gemacht hat, dann lass doch ein Like da oder abonnier doch einfach gleich den Kanal. Und wenn du die Noten haben möchtest oder die Playback-MP3s, dann besuch mich auf meiner Patreon-Seite, die da heißt bei Patreon Achim Klies. Und wenn dich meine Stücke schlagen in ihren Bann, dann sehen wir uns bald wieder bei Klaffan. Bis zum nächsten Mal.